Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück des PI Hearts of Iron 4. Ich bräuchte vielleicht noch mal ein bisschen was an Verbesserungen, aber ich meine, wir können auch noch Kriegsanleihen mal für die Gaudi machen. Das wäre auch noch so ein schöner Punkt. Ich wollte gerade sagen, die eine bewegt sich ja. Beweg dich bitte nach Algerien durch. Das wäre recht schön, wenn du das machen könntest für mich. Damit wir quasi diesen Knotenpunkt hier bekommen. Jetzt sehen sie langsam aus, sie könnten vielleicht doch Probleme bekommen. So ein paar Probleme sogar. Bitte darüber rein. Bitte einmal darüber rein. Und die Sowjets haben soeben ihren Handel geschlossen für alle. Unschön. China, dich gibt es noch. Japan, dich gibt es gleich nicht mehr, wenn es so weitergeht. Okay. Dann möchte ich bitte mit... Ja, wobei, wir haben nicht viel Auswahl. Mit Schweden handeln. Vereinigten Staaten. Mehr gibt es ja nicht. Mehr gibt es leider nicht. Sonst würde ich jetzt da gerne tun, aber es bringt nichts. Ja, wir können sie sogar wieder einnehmen. Ich glaube ja. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir sowas von hin. Yep, on. Ja. Wir bekommen das nächste Gebiet. Das wäre quasi Algerien. Angola, nein, Ecuador auch nicht. Das sag ich. Der Rest wird noch befreit werden, bevor die Achsenmächte schlussendlich dann besiegt werden. Das wird noch schön werden. Oh, ich sehe bereits. Hier, bitte darüber. Luftnahe Unterstützung 100. Ja, ihr solltet bald rauskommen. Der Fall von Mani. Stimmt das? Ach, da hinten. Ja, und die Japaner, die haben keine Chance. Schade. Ich hätte mir das auch gewünscht, dass wir da quasi miteinander so ein bisschen romantieren könnten, aber anscheinend nicht. So, bitteschön. Mach das Ding hier dicht. Ich will niemanden mehr sehen. Besiegt diese paar Einheiten, die noch drin sind, und dann ist soweit gut, würde ich mal behaupten. Dankeschön, Attacke. Die paar greifen wir noch an. Und sogar ein U-Boot noch vernichtet von ihnen. Ah ja, herrlich. Ich liebe es, wenn ich von ihnen U-Boote vernichte, aber ich keines verliere. Denn hier und dort habe ich bestimmt schon eins verloren. Denn, das andere kann ich mir nicht erklären. Ah, guck mal her. Wir könnten jetzt noch... Nein, jemand greift mir jetzt noch recht dumm. Kann ich nichts mehr großartig machen. Außer... hoffen, dass nichts weiter passiert an der Stelle. Wir könnten hier noch ein bisschen was an Verteidigung reinstecken. Dass die nicht hinterrücks angegriffen werden, das wäre noch etwas. Yep. Eingenommen, das heißt, da unten soll die Flugzeuganzahl runtergegangen sein. Yep. Weil wir einfach vor Ort sind. Auch wenn wir ein bisschen was fehlen bei der Aktion. Was soll es, was soll es. Und ich möchte bitte, dass ihr alle darüber angreift, für Algerien. Und ihr dann sagt, go, 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 go. Leibpacht widerrufen. Ach, warum denn? Warum denn Leibpacht widerrufen? Das kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen. Überhaupt nicht sogar. So, Algerien. Algerien. Immer noch nicht. Nein, weil wir die Hauptstadt natürlich nicht haben. Fortgeschrittene Rechenmaschine. 44, dann haben wir bald Raketentechnik auch. Das würde uns auch recht gut weiterhelfen. Treibstoffreserven nach oben bekommen? Yep, definitiv. Ein Muss an der Stelle, ein Muss. Den Wasch können wir mal lassen, so wie es ist. Angreifen. Und den auch noch angreifen lassen, wenn die zwei nach da drüben abdampfen. Ja, ich glaube, das ist recht gut. Und Algerien sollte auch uns gehören. Ja. Sag bitte, ich kann es befreien. Immer noch nicht? Warum nicht?
Algerien. Konstantin, ich brauche das gesamte Gebiet dafür. Ach Mist. Ich würde gerade sagen, mit dem Panzer bitte ganz schnell nach da drüben hinrauschen. Ich möchte die letzten paar Stellen nämlich auch noch Friends haben. Sonst können wir nämlich gar nichts machen. Komm schon, Algerien. Komm schon, Algerien. Ich habe mir jetzt so viel Mühe gegeben bei der Aktion. Ja, wir haben es. Okay. Wir können es noch befreien. Oh, zum Glück. Sowas von zum Glück. 52 deutsche Truppen hier an der Front. Ja. Ich werde nichts sagen, aber ich glaube, das wird nichts mit denen. Das wird nichts mit denen. Solle. Dann möchte ich bitte hier den Bereich haben und alles wegbomben. Ich möchte hier nichts und niemanden mehr sehen von denen. Ich möchte einfach nur meine Ruhe vorhin haben. So, weg damit. Da muss nichts mehr sein. Das passt soweit. Und ich hätte gerne, dass du hier ein Verschleierungsexperte wirst und ein Rauchspezialist. Weg damit und Bingo, wir haben alles. Nicht 100% alles, was ich gerne gehabt hätte, aber das, wenn wir das die gesamten Küstenbereiche hier schon bekommen können, das wäre super. Algerien, Oranien und die paar Sachen, die nicht befreit sind, waren eh schon in unserem Besitz. Also von dem her haben wir alles richtig gemacht, würde ich sagen. Haben wir alles richtig gemacht. Ansonsten haben wir noch keine Paxe vorstellig fest. Ja, deswegen können wir auch noch nicht einfallen in Deutschland. Sonst, das würde nicht gut ausgehen. Waffentechnisch brauchen wir noch ein bisschen was. Das heißt, auf 10, auf 10, zack und zack. Wir haben ein U-Boot verloren. Ah, unschön. Ganz, ganz unschön. Also man könnte, wenn jetzt noch Italien zum Beispiel einnehmen, das wäre noch eine Sache. Das würde eigentlich funktionieren, wenn ich es richtig sehe. Wie wäre es denn mit normal angreifen? Und ja, sie haben noch einiges hier drin, muss man sagen. Ein bisschen was haben sie dann doch noch hier drinnen. Aber nichtsdestotrotz. Seenversion von Alicante nach Anzo. 84 Tage Jo. Und wir können noch. Oh, jetzt habe ich es weggelöscht. Jetzt habe ich es weggelöscht. Noch einmal. Von hier unten ausgehend nach Anzo. 84. Und von hier nach dorthin. Wenn wir da quasi einfallen können, das wäre super. Ja, das wäre ein Träumchen, wäre das, wenn es funktioniert. Ich meine, wenn nicht, dann nicht, aber es wäre schön. Wie gesagt, uns fehlen ja ein bisschen Packtechnologie, dass wir auch quasi ihre Panzer wegschießen können, aber wir wären zumindest mal auf der anderen Seite. Und ein paar Prozent mehr machen wäre es auch schon mal, weil hier möchte ich nicht durch. Das ist einfach meine Verteidigungslinie, die schützt quasi Spanien gerade davor, eingenommen zu werden. Ja, das bitte wegmachen. Konzentriert Industrie haben wir gleich. Ist nämlich gerade, ist mir auch am Auslaufen momentan. Okay, wir sind am Auslaufen. Nochmal konzentriert Industrie oder sagen wir eher ein Jahr für die Spitfire. Raketentechnik. Wir gönnen uns ein bisschen Raketentechnik an der Stelle. Da haben wir nichts, da haben wir auch nichts, da ist ein bisschen was. Die Deutschen sind gerade hier oben soweit überall beschäftigt, ja, yep, und werden gut zurückgedrängt. Richtig gut sogar. 33, ja, ich weiß, ich weiß. Das quält gerade alles gerade gar nicht, so wie es ausschaut. U-Boot-Technik und Abwehren, ja, yep, damit wir dann als nächstes das U-Boot-Technik 4 machen können, ja. Yep. Ich möchte bitte, dass ihr nicht mehr unten hin macht, weil das bringt uns eh nichts mehr. Das ist gerade das Gebiet, worauf es ankommt.
Dies ist gerade das wunderbare Gebiet. Ja, leider einen verloren hier. Hier auch. Nochmal ein paar Stück verloren. Macht aber nichts. Philippinen haben kapituliert. Vor wem? Vor Japan. Moment, was? Japan lebt immer noch. Diese kleinen, starken Leute hier. Nicht schlecht, nicht schlecht. Industrie, yep. Möchte ich bitte haben. Und ich möchte hier quasi mein Ulmungul aufbauen. 1, 2, 3. Ja, das wäre nicht schlecht. Das wäre echt nicht schlecht. Und danach hier den Rest noch aufbauen. Das sind wir auch schon mal wieder dabei. Das U-Boot-Förder wird danach auch noch ein bisschen aufgemotzt werden. Schiffsforschung, Marinetechnik. Das wäre eine Sache. Ja, mehr befreien geht nicht. Wenn das Maximum Befreiungsfaktor erreicht. Dann sagen wir noch bitte Luftwaffe-Erfahrung, Mobilitätsangriffe, Zielerfassung, Angriff auf Seeziele. Yep. Wenn da etwas ist, möchte ich es bitte finden. Ich möchte es auch abschießen können. 76. Wie viele Truppen die halt haben, nur um mich hier aufhalten zu wollen. Das ist nämlich normal. Das ist... Ja, die sind hier. Ich weiß, dass ihr hier seid. Duplizieren, wenn wir es duplizieren können. Das passt. Luftnahunterstützung 100 dorthin. Auch ein paar Jäger nach dort drüben hin. Vielleicht bringt es ja ein bisschen mehr, wenn wir direkt vorne angreifen können. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. 81, 83. Wie viel stellt ihr denn damit hin? Wie viele Truppen habt ihr eigentlich? Und warum ist 43 noch kein D-Day erfolgt, frage ich mich gerade. Ist am Steigen, yep. Sind sogar ein paar tausend Packs übrig, aber... Na. Das wird nichts. Wir sehen sie und wir finden sie aber nicht. Da haben wir nicht genug U-Boote. Müssen wir noch ein bisschen mehr hinterher pushen. Kriegen wir aber auch noch hin. Wie wäre es mit noch mehr Wartung? Zuverlässigkeit? Nee, auf keine Skalpkarte, ein bisschen besser. Ah, wobei. Moment. Ganz anders. Ja. U-Boot erforschen. U-Boot der Stufe 4 erforschen. Hallo Deutschland. Dass du da hinten noch was hast, wundert mich gerade ganz stark. Ja, aber gut. Der Fall von Tokio. Jetzt haben sie es aber bald. Ihr habt von zwei Seiten mit angegriffen. Das heißt ja, warum noch kein D-Day ist. Weil sich die Amis entschieden haben, bevor wir Europa befreien, wäre es doch echt genial, wenn wir einfach mal schlagartig erstmal Japan ausnocken. Es wird immer weniger. Sie haben auch weniger Zeug. Also theoretisch könnte man sie auch wegbomben. Das wäre auch eine schöne Sache. Vereintes Königreich. Ja, also... Wenn ihr mal einen Dieter hier machen würdet, wäre es echt wunderbar. Ein weiteres Schiff vernichtet. Sind schon auf 4%. Und dabei haben wir eigentlich so gut wie noch nichts angestellt, außer dass wir wie Schiff Ross hier unten überrannt haben. Ah, nice. Manchmal muss man auch ein bisschen Dusel haben. Ich hätte gern eigentlich noch ein bisschen die Bürger beruhigt, aber es geht ja nicht immer alles. Es geht nicht alles. Die Spitfire ist aber schon mal ein schönes Flugzeugchen an der Stelle. Valentine haben wir auch gemacht, dann bitte Artillerie. Arti, Spitfire von jedem etwas, dann passt es schon soweit. Und weil wir so viel Sprit verbrauchen... Ah, ich sehe bereits, wo es liegt. Wir werden ein bisschen was vom Iran holen, yep. Für den Moment zumindest nicht arg viel, aber ein bisschen was. Noch mehr Schiffe, noch mehr Truppen zerstört. Oh, jetzt beginnen sie. Sie machen hier unten einen Mini-D-Day so quasi, okay. Warum nicht, warum nicht?
Hier bitte das Ganze erweitern. U-Boot-Abwehrtaktik, die hilft uns natürlich auch. Und Doktrinen und Marinetechnologien oder Küstenbefestigung. Da brauchen wir gerade beides eigentlich nicht. Oh, Unterstützung. Dann machen wir die Unterstützungsartillerie, das passt genauso. So, seid ihr bereit? So gut wie. So gut wie, dann speichern wir hier mal kurz. Um zu sehen, ob es denn überhaupt funktionieren kann. Go, go, go. Ihr seid meine guten Truppen. Ich würde auch gerne sagen, wir greifen weit an, aber ich habe nicht die Reichweite mit meinen kleinen Fliegerchen, um auch nur ansatzweise nach vorne zu kommen. Leider, traurigerweise leider, ja. Wie wär's denn, wenn wir sagen, der Taifun, wo bist denn du hier? Ich werde die Zuverlässigkeit ein bisschen erhöht. Nicht arg viel, aber ein klitzekleines bisschen, das dürfte auch schon ausreichend sein. Schauen wir doch mal, was haben sie hier anzubieten? Sie haben immer noch 68 Stück hier drin. Ich weiß, der Großteil davon sind die Deutschen, aber es macht ja nichts, es macht ja nichts. Willst du mich vergaggeiern? Willst du mich vergaggeiern? Okay, bitteschön. Ihr dürft jetzt aggressiv vorrücken. Und ihr schneidet bitte 16, 1, 2, na komm schon. 1, 2, 3. Ihr schneidet das Land in zwei Teile einfach und gut ist. Ich hätte nicht gedacht, dass der okay. Welche italienische Flotte? Der Fall von Rom. Yep, ich habe sie eingenommen. Mainz. Sowas von Mainz an der Stelle. Wir bombardieren sie noch, so wie es ausschaut. Yep, und sie sind weg. Sie sind weg, lassen mich in Ruhe. Das heißt, ich kann mit dem, was ich habe, dorthin gehen und ein bisschen nerven gehen. Das freut mich doch zu sehen. Und China hat gewonnen. China hat gewonnen. Die Alliierten haben sich natürlich auch noch einen fetten Kuchen rausgeschnitten aus der ganzen Aktion. Aber macht nichts, macht nichts. Passt soweit. Mikronesien. Was? Wenn ich jetzt noch wüsste, wo Mikronesien überhaupt ist. Ich habe noch nie von Mikronesien gehört. Ja, tut mir leid, lassen wir mal bleiben. Einfach nur, weil ich keinen besseren Schimmer habe, wo du bist oder was du bist. So, ich wollte gerade sagen, gib mir dieses Territorium. Ich brauche noch ein paar mehr Prozente. Leibwacht von Griechenland. Ja, aber sowas von. Aber sowas von an der Stelle. Ihr dürft dann auch aggressiv vorrücken. Das heißt, so viel wie, ihr seid nicht da oben. Ihr seid quasi da unten tätig und greift bitte bis zum kleinen Zipfel. Ja. Das wäre echt schön. Go, 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 go. Und wir können dann nämlich sagen, nachdem die alle dort sind, könnt ihr nach da oben abrücken. Das passt dann schon. Sieht's passend halt Luft. Vereinigte Staaten, ihr dürft auch lieben gerne durchkommen. Da sage ich nicht nein dazu. Und wir sagen sogar noch, wir handeln ein bisschen mit China. Wir tun auf ein bisschen, ich auch wieder, aber ein bisschen. Oh, Ressourcenabbau, ja. Ja, 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 ja. Konzentrierte Industrie auch noch, weil wir ein bisschen Probleme haben nachher mit dem Platz, will ich mal sagen. Ölfelder entwickeln. Ja, endlich. Ich können wir Ölfelder machen. Jede Nation ist mir willkommen als Marionette. Marokko, wunderbar. Ja, yep, wir haben die Gebiete, wo ich haben möchte, auf jeden Fall. Hier unten auch, hier auch, hier auch. Passt. Das gefällt mir doch umso mehr. Produktionstechnisch, ich weiß, es ist mal ein bisschen nach unten gegangen. Ja, nicht mal wirklich, muss man sagen, nicht mal wirklich. Ich muss bloß ein bisschen gegenwettern. Na, wobei, er hat es gemacht, er hat es gemacht. Es sind immer noch 78, es sind immer noch so elendig viele hier unten, okay.
Ihr Roten, ihr habt immer weiter angreifen. Ich möchte quasi derjenige sein, der Italien niederwalzt. Kamerun, Gabuna sind auch noch zwei weitere Staaten. Wunderschön. Ja, das bist ganz nach oben. Bis ganz nach da oben. Okay, was bist du? Der Kongo. Achso, das war ja... Das war einer von den Bereichen, die wir nicht bekommen können. Leider. Leider, müssen wir sagen, an der Stelle. Ja, jetzt wird es langsam egal. Hier noch ein bisschen holen. Nochmal ein bisschen gegenarbeiten. Wunderbar. Wir haben dich, 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 dich und dich hier auch. Sottle, ich möchte nicht mehr aggressiv vorrücken. Ich möchte einfach ganz normal vorrücken. In der Hoffnung, dass quasi die Verbündeten auch den Nisch kommen. Wir sind auf jeden Fall grün. Wir waren grün. Ich wollte gerade sagen, wir waren sowas von grün. Jetzt sind wir es nicht mehr. Schweden noch mehr. Ja, bitteschön. Artillerie. Ja. Dann sind 42. Jetzt bekommen wir erst die nächstgrößeren Waffengattung. Unschön. Ja, ich weiß, ganz, ganz unschön, aber was soll's. Wir brettern hier auch durch, so wie es ausschaut. Yep. Gewaltig mit Schock und Furcht. Damit müssen wir durchs Land durchrauschen. Ich bitte darum, bitte diesen Bereich hier einnehmen. Das wäre das Schönste auf der Welt, was man mir machen könnte als Geschenkle. Artriderisch geht nach unten. Experimentellraketen auch. Okay. Ich hätte ihm gerne ein bisschen Panzerabwehr. Ich gebe es zu, ich hätte ihm gerne Panzerabwehr. Au, oh, nein, 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 was ganz anderes noch. Wurde 4. Die wären vielleicht noch ein bisschen angenehmer an der Stelle. Torpedo, Durchschlaggurte, Ex-Jäger. Ne, Experte. Machen wir einen Experten aus dir. Sodle. Du bist auch weg, das brauchen wir nicht mehr an der Stelle. Passt soweit? Ja, passt soweit. Okay. Ich weiß, wir haben hier und dort ein paar Probleme, aber... Republik Sahara. Jetzt bin ich mal gespannt. Wo ist die Sahara? Ah, das war der Bereich hier. Okay, okay, okay. War auch wichtig, dass wir den da hinten noch bekommen. Jedes bisschen zählt ja, jedes bisschen zählt ja. Brauchen keinen Fabrikenumbau, das brauchen wir auch nicht. Wir sind hier und wir sind dort. Wir haben bald keine Leute mehr, wenn es so weitergeht. Das ist natürlich ein bisschen unschön. Dann auf ein bisschen arg unschön sogar. 21.000. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich auf alle Erwachsenen mal gehen für den Moment. Einfach nur, wenn mir die Leute ausgehen. Schade. Ich hätte es gern ohne geregelt, aber es geht halt nicht. Es geht nicht. Halt, das brauchen wir noch. Schon sind wir auf 6%. Wir werden dann schlussendlich doch ein bisschen was abbekommen, so wie es ausschaut. Es wird nicht viel sein, aber ein bisschen. Sie können sich bald nicht mehr verstecken, wenn es so weitergeht. Sind wir noch tätig? Wir sind noch mehr als gut tätig, yep. Wir fangen ab, wir zerstören, wir machen alles, um den Feind das Leben zur Hölle zu machen. U-Boote sind fertig, das heißt, als nächstes gibt es ein paar Torpedos für die U-Boote. Warum nicht? Iran bekommen wir ein bisschen was dazu. Und freies Frankreich kriege ich von dir vielleicht auch etwas. Das wäre so eine schöne Sache. Leibpachtanfrage. Nein, nein, nein und nein. Obwohl wir auf der gleichen Seite stehen. Obwohl wir auf der gleichen Seite stehen. Aber die Deutschen... Ja, die Deutschen haben schon ihre Probleme, stelle ich fest. Mexiko und Kanada her damit. Hier ist ein bisschen, was ich bekommen kann, sage ich nicht nett. Die Armee von denen ist aber richtig böse gerade dabei. Also wenn wir das bis komplett nach unten durchziehen können. Ich will ja nichts sagen, aber...
Es wird für den Gegner richtig böse ausgehen. Genauso wie wir. Sie versuchen zu fliehen, aber können es halt nicht, weil ich alles kontrolliere. Ich würde sagen, bitte nach da drüben hingehen. Brauchen wir gerade irgendetwas hier? Jetzt die Luftdoktrin, die könnte man noch machen. Das wäre noch was. Malaysia und noch mehr. Yep, gib mir noch mehr her davon. Da kommt schon, lasst mich da durchbrechen. Genau, lasst mich durchbrechen. Lasst mich nur durchbrechen. Sie haben Luftunterstützung, das auch. Es sind viele Divisionen hier. Und keine davon wird lebend hier rauskommen, wenn ich mit ihnen fertig bin. Ich hätte nicht gedacht, dass ich auch nur ansatzweise die Chance hätte, im großen Krieg hier was ausrichten zu können. Aber anscheinend schon. Anscheinend ja. Infanterie-Experte machen? Ja, das passt. Und bitte weiter normal angreifen. Wir brauchen jetzt nicht auf Gedeih und Verderben alles rausboxen. Neipacht widerrufen. Dann sagen wir Operation, damit wir quasi in der Luft besser dastehen. Dass unser Luftvorteil auch noch weiter ausgebaut wird. Ich möchte eher, dass wir quasi mehr vom Gegner besiegen als andersrum. Ich glaube, das war nicht so gut von denen, da drüber anzugreifen. Wir zerstören hier die Infrastruktur auch und kommen nach da oben. Yep. Aber leider sind nicht wir die, wo nach vorne vorstoßen. Schade. Aber wir haben die Kapazität, zumindest von Italien hier schon mal. Wir haben sie. Ich muss sie natürlich nachher wieder hergeben. Leider, leider, aber trotzdem für den Moment haben wir sie. Produktivität wird gesteigert und ich brauche noch mehr Öl, so wie es ausschaut. Yep. Zwei Felder Öl. Ich meine, wir machen selber noch was, aber bringt halt noch nicht so viel. Algerien. Ich als unsere Puppe drin. Yep, das passt. Wir haben ein paar Fabriken verloren durch die Aktion. Das macht aber rein gar nichts aus. Nein. Insgesamt holen wir dann doch wieder alles raus, so wie wir es möchten. Passt soweit. Und das Schöne ist, Algerien ist... Ah, sie sind doch... Okay. Ich habe sie befreit, aber sie sind trotzdem noch Feinde. Ja, das macht nichts. Dies macht rein gar nichts aus. Treibstofflage. So. Ich möchte eigentlich... Ganz ehrlich, ihr kommt jetzt mal mit. Ihr haltet an. Geht quasi nach da unten hin. Was ist, wenn ich jetzt hier dort rum angreife? 48 Tage, das ist zu viel. Das ist definitiv zu viel. 1, 2, 3, 4... Angreifen, angreifen, so. 1, 2, 3, 4. Angreifen und angreifen, so. 1, 2, 3, 4. Halt. Sorry. Jetzt sind wir in ein paar Tagen zumindest unten. So. 1, 2, 3, 4. Von hier nach da nochmal. 1, 2, 3, 4. Von da nach dorthin. Wunderbar. 1, 2, 3, 4. Kommen von hier nach dort unten hin. So. Und Bewegung, Bewegung. Es passt schon. Das habt ihr drauf. Das, ich glaube an euch. Das schafft ihr schon. Und währenddessen mehr Öl aus den Gewinnen oder aus den Raffinerien hier. Einfach nur mehr Öl aus allem rausholen. Und wie ich bereits sehe, ja, ich hätte gerne das U-Boot 4 als die nächste Generation unserer Kriegsführung. Ja, die paar Tage sind mir jetzt egal, komm, was soll's. Ja, das ist egal, ja, das ist auch egal. Hauptsache, wir schaffen's, die neuen hinzubauen. Dann sagen wir Türkei, dich brauchen wir jetzt nicht mehr so stark, mit noch nicht mehr ganz so stark. Und ich sag mal kurz hier anhalten, weil ich möchte nicht noch mehr Leute verlieren momentan.
Im Gegenzug, ich möchte hier drüben kurz in 2 Wochen angreifen, wenn es geht. Das wäre recht wunderbar. Aber wir weiter vorstoßen und wie viel Prozent wir vielleicht noch bekommen können in der nächsten Folge. Also macht's gut und wie immer, tschüss.